Sagen Sie uns, Herr Bayer, zum Abschluss noch, wie Sie Fuß gefasst haben und wie Sie auch damit klargekommen sind, dass Ihre Familie im Osten geblieben ist. Ja, das war also dann, wie meine Verwandten in Urlaub gefahren sind. Jetzt war ich das erste Mal mit mir alleine, ohne mit jemandem zu reden. Ich habe die ganze Situation auf mich wirken lassen können. Und da war ich dann schon konsterniert, dass ich das gemacht habe. Und dann kam mir eigentlich die Tragweite so richtig zu Bewusstsein. Ich sehe niemanden mehr wieder. Und ja, dadurch so eine Woche fühlt es mir schon schwer. Und Sie haben Ja. Ihre Mutter aber wissen lassen, dass Sie geflohen sind. Sie haben angerufen in Ja. der Gemeinde dort. Ja. Oder beziehungsweise, ich glaube, nicht angerufen, meine Tante hat einen Brief geschrieben. Oder hat es angerufen in der Gemeinde. Ich glaube, sie hat angerufen und dann habe ich geschrieben. Sowas. Naja, und es war natürlich noch ein Punkt. Ich habe zu meiner Mutter und zu niemandem was gesagt von der Familie, dass ich den Schritt vorhabe, weil ich wusste, was die für Methoden haben. Und dann habe ich gesagt, das will ich ihr ersparen, wenn sie sagen kann und mit Fug und Recht, ich weiß von nichts, ja, dann müssen sie irgendwann, wenn sie nichts weiß, aber wenn sie was gewusst hätte, das hätten sie rausgebracht. Und dann hätte es wahrscheinlich Konsequenzen gegeben. So, das war jetzt so der erste Durchhänger, wo ich dann gedacht habe, na gut, es wird schwer. Und dann kamen meine Verwandten wieder vom Urlaub. Ja, was machen wir jetzt mit dir? So, ja, ich muss jetzt schauen, dass ich das Abitur mache und dann werden wir weitersehen. Und ja, da gesagt, fahren wir nach Nürnberg, weil da herum ist, bei uns kannst du nicht bleiben. Du musst praktisch von Grund auf von vorn anfangen. So, das ist mir schon klar. Es war ja nur Übergang bei euch, bloß dass ich mal einen Ansatzpunkt habe und dann muss ich schauen, wie ich klarkomme. Ja, und die fuhren dann mit mir nach Nürnberg und da haben wir vom Studentenhilfswerk, ja, mittlerweile hatte dann meine Mutter die Zeugnisse und das ganze Zeug geschickt an meine Verwandten. Die habe ich denen dann vorgelegt. Und naja, da hat er gesagt, fehlt zwar noch ein Jahr zum Abitur, aber das entspricht ja, sind ja schon drüber, der mittlere Reife. Was ich so für Vorstellungen hätte. Ja, sage ich, Abitur nachmachen. Ein Jahr hat er gesagt, müssen es, fehlt ja noch, aber Französisch, Latein und jede Menge zusätzlichen Dingen, was halt noch fehlen würde. Und hat er gesagt, das schaffen sie nicht in einem Jahr. Also müssen wir vor 2 Jahren ausgehen. Ihre Russischkenntnisse wurden nicht wirklich gewürdigt. Nee, das war kein Thema. Naja, und dann, ja, was würde ich denn da kriegen als Unterstützung? Ich weiß halt die Zahlen nicht mehr. Es war halt, dass man halt gerade existieren hat, können wir nicht. So. Dann habe ich gesagt, nee, das wird nichts, das weiß ich. Weil so einer, der sich hinsetzt und von früh bis abend büffelt und auf alles verzichtet, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann ist aber umso schlimmer, mittendrin abbrechen zu müssen, weil es ja doch nicht geht. Dann lassen wir es lieber gleich. Und ja, was habe ich dann für Alternativen? Was wäre noch? Ja, hat er gesagt, wenn es jetzt auf ein bestimmtes Fach, was würde Ihnen denn gefallen? Ja, sage ich so, was mit Chemie zu tun hat. Ja, hat er gesagt, dann könnten wir Chemiestudium. Na, habe ich gesagt, da braucht man ja Abitur, das habe ich ja nicht. Ach so, ja, stimmt. Ja, aber irgendwie Chemieingenieur, ja, sage ich, das würde mir entsprechen, das würde mir gefallen. Ja, dann haben es 3 Möglichkeiten: in einer Brauerei, in einem Milchhof und in einer Lackfabrik Praktikanten stellen. Und wenn ich heute sage, ich möchte in die Brauerei, kann ich gehen, ich kann in den Milchhof gehen, ich kann auch in die Lackfabrik gehen. Habe ich überlegt, habe ich gedacht, ja, geh in die Lackfabrik. Okay, haben die mich hingefahren, haben die alles gemanagt, habe meinen Praktikantenvertrag dort unterschrieben und dann ging das los.